9 Jahre alt ist Scolari mittlerweile. Über Sandro Hitt und De Niro führt er 2 Hengste aus der Top 10 der Weltzuchtverbandsorganisation WBFSH im Pedigree. Sandro Hitt an 10. Position und De Niro an der Spitze. Beide haben internationale Grand Prix-Pferde gezeugt. Der erfolgreichste Sandro Hitt-Nachkomme ist übrigens nur ein Steinwurf von Scolaris Box geboren. Santana, Olympiapferd in London, wurde von Ingo Pape gezüchtet. Scolari, der hier seine Versammlungskapazitäten unter Beweis stellt, hat sich mit seinen ersten Nachkommen unterm Sattel in der Zuchtwertschätzung der FN an die Spitze seines Jahrgangs 2004 und unter die besten 1% aller Dressurhengste Deutschlands gesetzt. 153 Indexpunkte stehen für ihn zu Buche. Scolari ist großrahmig, hochbeinig und diese Qualitäten gibt er seinen Nachkommen durchgängig mit. Das zeigte sich schon bei den Fohlenschauen und dann vor allem, als seine ersten Töchter reihenweise zweijährig auf Stutenschauen für ihren Vater Ehre einlegten. Die sehr gute Bergaufgaloppade des Hengstes, der aus einem der besten Dressurstämme der Hannoveraner Zucht hervorgegangen ist, zählt zu den Markenzeichen auch seiner Vererbung. Auch er lernt die Lektionen der schweren Klasse, der Klasse S. Scolari-Kinder haben sehr gut im Sport begonnen. Seine Tochter Scaraboa wurde unter Susan Pape 6. im Bundeschampionatsfinale in Warendorf. Sie war damit die Beste unter mehreren Nachkommen von Scolari beim bundesweiten Vergleich. Mittlerweile hat Scolari, der selbst nicht einmal 10 Jahre alt ist, bereits 5 gekörte Söhne. Noch erfolgreicher sieht seine Auktionsbilanz aus. Allein auf der Herbstauktion in Verden 2012 lagen 3 Kinder von Scolari hoch in der Käufergunst. Sie wechselten in renommierte Ställe. Man darf auf ihre weiteren Karrieren gespannt sein. Scolari. Da weiß man, was man hat.